Etwas ganz Besonderes erwartete die Respekt-Initiative und das Respekt-All-Star-Team auf dem Fußballplatz in Velbert. Respektbotschafter Patrick DeWayne animierte die E-Jugendfußballer und das Publikum mit seiner lebhaften Moderation. Immer direkt am Geschehen. Hi, wir sind hier bei der SV Union Velbert. Das ist ein Fußballverein hier in Nordrhein-Westfalen. Und hier findet ein Fußballturnier statt um den Respekt-Cup. Ja, ihr habt richtig gehört. Es geht hier um den Respekt-Cup. 18 Mannschaften mit Jugendlichen zwischen 9 bis 12 Jahren spielen um den Respekt-Cup und spielen ihn aus. Doch bevor das Spiel losging, passierte noch eine ganze Menge. Alle E-Jugendmannschaften bekamen das Respekt-Kinderbuch Was ist eigentlich Rassismus? Und das bundesweit bekannte Respekt-Schild überreicht. Ausgestattet waren die Mannschaften mit auffällig bunten Respekt-T-Shirts, die ein ganz besonderer Hingucker auf dem Spielfeld waren. Und nicht nur das. Die IG Metall und der Verein SV Union Velbert hatten bedruckte Respektluftballons als optisches Highlight vorbereitet. Michele D'Ataro, Mitorganisator des Turniers, erklärte uns, wie das zustande kam. Michele, du bist einer der Mitinitiatoren und Organisatoren hier dieses Turniers. Wie kamst du der Kooperation mit der Union Velbert? Ja, wir haben als IG Metall Kontakte zu einigen Leuten von Union Velbert, weil die auch in den Betrieben beschäftigt sind. Und dann kam uns die Überlegung, was können wir tun zum Thema Respekt. Und da haben wir dann uns einfach mal zusammengesetzt mit einer kleinen Gruppe und habe gesagt, okay, ich bin dafür, dass wir gemeinsam mit dem Verein Union Velbert, alleine der Begriff schon ein wichtiger Begriff ist, weil zwei Vereine sich zusammengetan haben, größer geworden ist. Und es stand ein Jugendturnier, E-Jugend. Und da haben wir gesagt, als IG Metall, das wäre eine tolle Sache, um das ganze Thema mit den Eltern und den Kindern ein bisschen aufzuarbeiten. Die Respekt-Initiative hatte hochmotivierte Kicker im Gepäck. Bunt zusammengewürfelt mit TV-Moderatorin Sherry Reeves, ehemaliger Spieler von Eintracht Frankfurt Dietmar Roth, Zehnkampf-Olympiateilnehmer Thorsten Daud und zweifache Fußball-Weltmeisterin Sandra Minnert. Mit viel Jubel und Aufregung wurden dann die Respekt-Luftballons losgelassen. Bei dem sonnigen Wetter erreichte unsere Botschaft bestimmt viele Menschen, auch außerhalb des Fußballplatzes. Und das Spiel lief an. Sherry Reeves war bestückt mit originellen Fußballschuhen, auf denen der eigene Name, die Glückszahl und die Landesflagge von Tansania, dem Herkunftsort von Sherrys Mutter, zu sehen war. Du hast deinen Fanclub heute mitgebracht. Woher kennen dich denn die Kids? Ja, also die Kids kennen mich von Wissen macht A natürlich. Die Sendung mache ich jetzt bereits im 12. Jahr. Danke an alle, die es geguckt haben bis jetzt. Das zeigt halt wirklich, dass es gut ankommt da draußen. Ich mache die zusammen mit meinem Kollegen Ralf Kaspers. Und findest du es großartig, dass es so ein Turnier hier gibt? Und wie siehst du das? Ich meine, so viele Kinder bei dir? Ich stehe total auf Kinder. Ich finde Kinder total super. Das ist auch das einzige Geräusch, das ich mit dem Älterwerden ertragen kann. Und ich finde es super, dass es sowas gibt wie Respekt, weil es ist wichtig, dass man das gerade in jungen Jahren auch kommuniziert, also gerade bei den Kids und so, dass die auf jeden Fall damit groß werden, damit das von vornherein klar ist, dass man seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Sherry kommt einfach super bei den Kindern an. Doch zurück zum Spiel. Wir sind hier jetzt beim ganz spannenden Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit stand es nämlich 0:0. Den entscheidenden Elfmeter übernahm Chris Patrick Rudolph, Mitinitiator und Sohn des Respektinitiators Lothar Rudolph. Die Spannung stieg. Chris Patrick Rudolph läuft an. Versenkt eiskalt und damit hat Team Respekt das Elfmeterschießen gewonnen. Ganz im Ernst, du bist Mitinitiator der Respekt, kein Platz für Rassismus-Initiative. Was ist das für ein Gefühl? Du schießt dir das Tor, die Kinder stehen um dich, das ist doch geil, da ist doch Respekt komplett angekommen, oder? Das ist die Zukunft, Patrick, das ist die Zukunft von diesen Jungs. Es macht richtig Spaß, für die Jungs zu spielen, für dieses Thema sich stark zu machen, zu sensibilisieren. Und es zeigt uns auch einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und schau dir mal dieses Feedback an, siehe hier in Velbert, das ist phänomenal. Ja, man sieht es ja auch in deinem Gesicht, du hast den Kunstrasen quasi gefressen. Du hast dich richtig reingehängt für die Jungs, das ist doch auch wert, oder? Definitiv. Nach dem Spiel regnete es Autogramme für die vielen kleinen Fans der Respekt-All-Star-Mannschaft. Ein wirklich gelungenes Spiel. Das fanden auch Mitorganisatoren und Eltern.
Hast du das Gefühl, dass Gewinnen und der Ehrgeiz hier im Vordergrund steht? Oder worum geht es den Beteiligten, den Jungs? Also den Kindern, natürlich haben die im Spiel ein klein bisschen Ehrgeiz. Aber wichtig ist, dass sie sich damit auseinandersetzen. Wir haben nämlich seit heute Morgen mit den Kids auch Diskussionen geführt, so eine Unterhaltung. So eine Motto, sie haben allein in der eigenen Mannschaft unterschiedliche Nationalitäten. Und wie sie damit umgehen. Also das war schon ganz schön spannend zu sagen, ja, das ist doch mein Freund, ja, Ali ist einfach mein Freund und sonst gar nichts. Die Kinder sehen das nämlich ganz, ganz anders. Die sehen das als eine Normalität unter dem Begriff Multikulti. Es ist einfach so. Und ich glaube, je mehr wir als Eltern zu viel einbringen, dann ist das ein Problem. Und ich denke mir, wir müssen als Eltern vorleben und die Kinder, was sie selber uns zeigen, dass das normal ist, ob das in der Schule ist, auf dem Fußballplatz oder wo auch immer, das müssen wir einfach übertragen unter dem Motto, wir sind eine Mannschaft oder wir gehören zusammen und wir respektieren uns gegenseitig. Wie ist so Ihre Erfahrung punkto Respekt? Haben wir schon eine ganze Menge davon oder haben wir noch Nachholbedarf? Wir haben schon eine ganze Menge. Also ich arbeite zum Beispiel mit ganz vielen Kindern zusammen aus vielen Nationen und ich denke, der Sport ist ganz wichtig oder auch so ein Turnier ist ganz wichtig, um ganz viele Kinder aus verschiedenen Nationen zusammenzubringen. Und ich denke, bei Kindern klappt das immer ganz gut. Ihr Sohn, für den ist Respekt selbstverständlich oder gibt es schon so Momente, wo Sie sagen, naja, ich muss schon noch so ein bisschen auch gucken, dass er da sich gut benimmt? Ich denke, das ist für ihn selbstverständlich, aber ich denke, Bedarf nachzuholen, das gibt es immer. Man soll immer was dazu lernen. Besiegelt wurde der Tag mit der Respektschildanbringung am Eingang des Vereinshauses. Gemeinsam zeigten Respektschirmfrau Sandra Minnert, Organisator der IG Metall Michele Dattaro, Jugendleiter der SV Union Velbert Kurt Bartel, Moderator Patrick DeWayne und Respektbotschafter Kwame Naodum die gute Zusammenarbeit für den neuen Respekt Cup, der von nun an jährlich stattfinden soll. Respekt!